Wien Energie ist Österreichs größter Energieversorger, Großraum Wien. Wir haben ungefähr 2 Millionen Kunden und versorgen die mit Strom, Gas, Fernwärme, Telekom. Die Wien Energie hat eigene Erzeugungsanlagen und auch einen großen Müllverwertungs- und Müllverbrennungsbereich. Wir setzen Process Mining bei der Wien Energie sehr klassisch ein. Das heißt, von der Erhebung der Anforderungen über die technische Implementierung bis hin zur Analyse des Prozesses, hin auf Schwachstellen und der Ableitung von Maßnahmen, um den Prozess zu verbessern. Celonis Process Mining ist für uns ein wichtiger Bestandteil in der Beratung geworden. Wir sind viel schneller, viel effizienter in den Prozessaufnahmen, in den Ist-Abläufen von Unternehmen. Wir können viel genauer Ursachenanalysen durchführen und dann in weiterer Folge Prozesse optimieren und standardisieren. Ich mag das Potenzial, was Celonis hat. Konkret haben wir jetzt 2 große Prozesse angebunden, also den Purchase-to-Pay-Prozess und den Instandhaltungsprozess im Kraftwerksbereich. Was wir uns dann angeschaut haben bei den Use Cases sind zum Beispiel Durchlaufzeiten, wo speziell Zeit verloren geht oder welche Tätigkeiten besonders viel Zeit beanspruchen. Was da dann recht spannend natürlich ist, ist halt das Process Mining als Werkzeug zu benutzen, Potenziale auch quantifizieren zu können und daraus dann natürlich auch mit dem Werkzeug, das Process Mining, Maßnahmen abzuleiten, diese Maßnahmen auch langfristig zu monitoren. Allen voran, was Celonis gebracht hat, um Probleme im Purchase-to-Pay-Prozess zu beheben, war definitiv einfach die Transparenz als Diskussionsgrundlage zu nehmen, gemäß dem Motto, weg vom Bauchgefühl hin wirklich zur datenbasierten Prozessoptimierung, zur daten- und faktenbasierten Entscheidungsfindung. Eine Reihe von KPIs, die wir jetzt gerade vor dem Purchase-to-Pay-Prozess haben, ist unter anderem die pünktliche Lieferquote, dass wir natürlich auch unsere Lagerstandskosten optimieren können und andererseits auch die Versorgungssicherheit von unseren Kraftwerken gewährleisten können. Celonis hat insbesondere dort geholfen, wo zuvor noch ein Bauchgefühl war. Es gab gewisse Bereiche, wo man vorher schon gewusst hat, da könnte Verbesserungspotenzial bestehen. Man konnte es nur nicht beziffern, wie hoch das Verbesserungspotenzial war. Mit Celonis hat man dann wirklich die KPIs, die Kennzahlen parat gehabt. Wie viel ist es? Ja, sind es 1000, sind es 10.000, sind es 100.000? Und aus dem Bauchgefühl sind Fakten geworden, damit entsprechende Verbesserungsmaßnahmen mit der richtigen Priorität abgeleitet werden konnten. Das Spannende bei der Wien Energie, dass es jetzt so übernommen worden ist in das Unternehmen hinein, dass es in viele Bereiche plötzlich zum Ausstrahlen anfängt. Celonis wirkt wie ein Röntgenapparat auf die Prozesse des Unternehmens und überzeugt jeden Kunden.